Hallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Dieses Mal geht es weiter mit Methoden, mit denen kann man noch ganz schön viel mehr machen. Und ich möchte heute euch noch zwei Sachen zeigen, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und zwar, es gibt sogenannte Überladung von Methoden. Die werde ich euch jetzt gerade mal kurz zeigen. Da haben wir zunächst mal einfach irgendeine Methode, zum Beispiel eine Void. Nennen wir sie einfach mal Foo. Und die nimmt einen Parameter int i und macht mit dem Ding eigentlich nichts weiter, als ihn auszugeben. Sowas wie, keine Ahnung, console.writeLine. Na? WriteLine und dann, keine Ahnung, i ausgeben. Sowas hier. Und jetzt kann man aber auch noch eine Funktion nehmen, die genauso aussieht. Nur einen kleinen Unterschied, dass sie hier oben statt einem Integer, den wir hier drin haben, zum Beispiel einen String nimmt. Und macht genau dasselbe, sie gibt aber diesen String aus. Und ihr erinnert euch vielleicht, Strings sind Zeichenketten und Integers sind Zahlen. Aber beides Mal wird es einfach ausgegeben. Und wenn ich jetzt hier meine Funktion aufrufe, zum Beispiel einfach sage, okay, Programm. Achso, ja, ich muss die Static machen, logischerweise. Was das genau ist, erzähle ich euch dann, wie gesagt, auch noch. Aber das wird noch ein bisschen dauern, die sind ein bisschen komplexer. So, dann rufe ich hier meine Methode foo auf und ihr seht, es gibt nur eine Möglichkeit und hier hinten dran steht plus eine Überladung. Und genau das ist das, was ich euch gerade zeigen möchte. Überladung nämlich. Und jetzt habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Ihr könnt diese Methode foo einfach aufrufen mit einer Zahl drin, also zum Beispiel 42 eingeben. Und diese 42 wird dann, wenn ich das Ganze starte, hier wird 42 ausgegeben. Aber wir sehen, das ist eine Zahl. Mit der könnte ich jetzt auch hier rechnen oder was auch immer ich machen möchte. Aber ich kann genauso dieselbe Methode nehmen und einen String übergeben. Und dazu muss ich den Methodennamen nicht ändern, sondern hier einfach nur den Parameter ändern. Zum Beispiel Hallo Welt jetzt, Halle, Hallo Welt jetzt hier eingeben und das Ganze ausführen. So, und es wird genauso ausgegeben, aber im ersten Fall, wo ich die 42 eingegeben habe, wurde diese obere Methode hier aufgerufen. Das sind komplett unterschiedliche Methoden im Prinzip gewesen. Und im zweiten Fall, also jetzt gerade, wenn ich Hallo Welt hier eingebe, dann wird diese Methode aufgerufen, weil eben hier ein String gefordert ist als Parameter und Integer sind keine Strings und Strings sind keine Integer. Das heißt, es ist eindeutig, dass diese Methode hier aufgerufen wird und im Fall von 42 ist eindeutig, dass diese Methode hier aufgerufen wird. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen weiter treiben und sagen, okay, ich will hier auch einen String drin haben, String i und ich will noch einen Integer, keine Ahnung, j drin haben und jetzt möchte ich zum Beispiel, keine Ahnung, das ganze j mal ausgeben. Also sagen wir hier for int k gleich 0, k kleiner j und k++. So lange möchte ich jetzt diesen String ausgeben. Und dazu kopiere ich einfach mal den Teil hier unten. Also ihr seht, da kann wirklich komplett unterschiedlicher Code drin stehen. Wenn ich jetzt hier oben hinter diesen String noch diese Anzahl reinsetze, zum Beispiel 42 wieder, dann wird das Ganze 42 mal ausgegeben, wobei das nur diese obere Methode hier macht. Die untere macht was komplett anderes. Und das, obwohl sie denselben Namen hier haben. Das heißt, einfach nur anhand von den Parametern wird unterschieden, welche Methode aufgerufen wird. Und das wird nachher noch wichtig werden, beziehungsweise nicht nachher, sondern in späteren Videos. Auf jeden Fall wird es in eurer Laufbahn als C-Sharp-Programmierer noch wichtig werden. Denn ja, es wird oftmals benutzt. So, jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Dazu mache ich die hier unten mal wieder weg. Hat auch was mit Methoden zu tun und ist ein bisschen ähnlicher. Denn im Prinzip, eigentlich könnte ich sie auch wieder hermachen. Im Prinzip ist das hier ja derselbe Aufruf, wie wenn ich schreiben würde: Programm.foo und dann den String i hier reingesteckt. So, jetzt haben wir hier, im Prinzip nicht diese Methode hier, wo wir gerade drin sind, wie bei den rekursiven Aufgerufen. Also bei den rekursiven haben wir uns selber wieder aufgerufen. Aber hier habe ich jetzt eine andere Methode aufgerufen. Und zwar die hier unten. Das sieht man daran, dass hier nur das i drin steht.
und nicht dieser Integer hinten dran noch, sprich dieser String hinten dran und sonst nichts. Also es ist diese Methode hier unten. Und die wird jetzt jedes Mal aufgerufen, wenn ich in dieser Schleife bin, sprich insgesamt j mal. Und wenn ich das Ganze j mal aufrufe, dann ist es im Prinzip genau dasselbe wie das, was wir davor stehen hatten, dass wir hier die ganze Zeit einfach nur dieses Hallo Welt 42 mal ausgeben. Was es jetzt aber gemacht hat, ist, es ist erst hier reingegangen und dann 42 mal in diese Methode hier unten. Und im Prinzip habe ich jetzt die Möglichkeit, mir mein Leben leichter zu machen, denn ich habe ja immer noch hier die Möglichkeit, meine 42 einfach rauszulassen. Dann wird direkt diese Methode hier unten aufgerufen. Dann wird direkt Hallo Welt aufgerufen. So, und jetzt kann ich mir mein Leben leichter machen, indem ich mir eine komplette Funktion oder Methode spare. Ich kann die komplett rauslassen. Jetzt kann ich aber das hier nicht mehr aufrufen. Das ist jetzt blöd. Aber das bedeutet ja, ich möchte J genau auf 1 setzen. Das heißt, ich könnte hier hinten dran 1 schreiben. Wenn ich jetzt das aber nicht möchte, sondern das direkt in der Methode haben möchte, kann ich hier hinten dran hinter das J schreiben, ist gleich 1. So, und das ist jetzt gleichbedeutend, und jetzt seht ihr auch, es gibt hier keinen Fehler mehr, das ist jetzt gleichbedeutend, wie wenn ich hier hinten dran diese Komma 1 schreibe, das ist sozusagen ein Standardwert. Das heißt, wenn ich J keinen Wert zuweise, also meinem Integer J hier hinten, wenn ich dem keinen Wert zuweise, dann wird einfach angenommen, J ist 1. Aber ich kann immer noch sagen, okay, J ist in diesem Fall jetzt 42. Es ist nur normalerweise 1. Wenn ich was anderes angebe, dann ist es was anderes. Das heißt, jetzt ist es 42. Ups. Und jetzt, wenn ich die Klammer wieder hingemacht habe, ist es 1. Das heißt, ich kann Standardparameter angeben und das kann ich für jeden Parameter machen. Ich kann hier auch einen Standardstring angeben, zum Beispiel hi. Und dann kann ich meine Funktion hier sogar komplett ohne was aufrufen. Und es wird Hi ausgegeben, und zwar genau einmal. Was ich jetzt nicht machen kann, ist, ich kann nicht den Integer zuerst angeben, also zum Beispiel nur 42 hier angeben, denn es wird von links nach rechts geguckt, ob ich diese Parameter jetzt angegeben habe, sprich diese 42 versucht er jetzt gerade mit diesem String i hier gleichzusetzen. Und wie wir wissen, ist 42, solange ich es nicht in Anführungsstriche setze, kein String, sondern ein Integer. Und ja, deswegen funktioniert das hier hinten nicht. Das Ganze ist übrigens ein neues Feature in dem neuen C#, das 4.0. Ja, eigentlich ziemlich cool. Gut, also was haben wir gelernt? Wir können mehrere Funktionen erstellen oder Methoden, die denselben Namen tragen und sie auch gleich aufrufen, aber wir können unterschiedliche Parameter eingeben. Zum einen haben wir die Möglichkeit, einfach die Funktion komplett neu zu schreiben und dann einfach komplett alles anders zu machen. Und zum anderen können wir hier eben Standardparameter angeben, beziehungsweise Standardwerte für Parameter. Zum Beispiel hier in unserem Fall den String i auf high und das j hier auf 1. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es wird noch wichtig werden und im nächsten Video zu C# dürft ihr euch dann freuen. Wahrscheinlich mache ich mit Klassen, fange ich damit an. Wir werden sehen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.